für das Wiedervorlagenmanagement. Das heißt, man verwendet hier Software-Tools, die einem dabei helfen, eine Sales-Pipeline aufzubauen in der Lead-Generierung. Das Problem der meisten Klein- und Mittelständler, das Problem der meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen ist, selbst wenn sie wissen, dass konstante Neukundenakquise wichtig und essentiell ist für den unternehmerischen Erfolg und für das Wachstum des Unternehmens, der Unternehmer einfach nicht dazu kommt, die Neukundenakquise durchzuführen. Aufgrund seines Tagesgeschäfts. Er ist einfach von früh bis spät im Tagesgeschäft involviert, ja, ist meistens froh, wenn er dann irgendwo noch eine Mütze Schlaf bekommt. Und die Neukundenakquise beschränkt sich dann meistens auf Empfehlungen und das, was eben so automatisch am Rande abfällt. Ja. Aber konstantes Wachstum ist eben nur mit proaktiver Neukundenakquise möglich. Denn der Mitbewerb da draußen, der schläft nie. Und von daher gehen viele Unternehmer in einer starken Wachstumsphase, so zwischen 10 Mitarbeiter bis 100, 200 Mitarbeiter, die noch keinen eigenen Vertrieb wirklich im Unternehmen haben, den Weg, sich externe Unterstützung zu holen, sei es in der Beratung, strategisch, konzeptionell, Vertriebsprozesse einzuführen oder bestehende zu optimieren, als auch operative Unterstützung. Ja? Telefonakquise, E-Mail-Akquise oder eine Kombination aus diesen beiden Welten von On- und Offline-Marketing wird auch immer häufiger nachgefragt, auch im B2B-Geschäft und auch in der IT-Branche. Mein Name ist Thomas Klein, würde mich freuen, wenn wir ins Gespräch kommen. Auf Wiedersehen, bis bald. Tschüss.